dass ich das mal höre. Oh nein, ein Universal-Carrier. Aber der hat doch sonst nirgendwo... Oh, der brennt! Ja, boah! 34. Jetzt Mollys. Sieht doch richtig gut aus. Ja. Ich mag Japan, aber der Hype geht mir halt am Nerv. Ja, ja, dito. Fehltrompete. Los geht's mit Gates of Hell, liebe Leute. So, was haben wir gemacht? Wir haben Folgendes gemacht. Wir haben hier Gruppe 1, das ist nichts neu. Gruppe 2, das ist nichts neu. Gruppe 3 ist der Andi jetzt. Onis werden wahrscheinlich jetzt nicht benutzen müssen. Aber da ist er drin. 4, da ist jetzt Infanteriesturm drin. Und 5, da ist jetzt der Black Eye und der Fifero drin. Sagt Hallo. Hallo. Hi. Das sind die wichtigen Sachen. Bevor es losgeht, da bin ich mal ganz streng. Und vergiss nicht, Hallo zu sagen, wenn ich Hallo sage. Und wehe, ihr seid nicht höflich und nett. Und wehe, ihr beschildert mich nicht als den Besten. Ja, Sir, ja, ja. Ja, ja. Das ist immer der schmale Grat zwischen, wie höflich möchte man sein, um Hallo zu sagen, und wie unhöflich möchte man sein, dir ins Wort zu fallen, um das Hallo dazwischen zu kriegen. Ja, ich kenne das Problem, genau. Ja, wenn man dann diesen Delay hat, noch, ne, ist ja nicht so schlimm wie bei Teamspeak bei Discord, aber ja. Das macht es dann nochmal schwieriger. So, jetzt haben wir wieder eine Schneemap, aber die letzte war ja hübsch. War wirklich cool mit dem Berg und so. Man konnte auch was sehen, man war halt nicht blind. Ne? Ja. Ist mir jetzt gerade mal so eingefallen. Das war also sogar mal angenehm. Trotzdem sind überall Soldaten aus dem Nichts gekommen. Ist nicht so wie bei Bannerlord, wo du eine Schneemap spielst und auf einmal nichts mehr siehst. Ist nur noch weiß. Grell. Die Blendgranate. Ja. Es liegt aber immer, das ist das Problem auch bei Total War Spielen. Du hast dieses random Wetter. Ist aber nicht das Wetter, was schlimm ist, sondern auch die Sonne steht random. Und am schlimmsten, wenn es morgens oder abends ist, dann ist immer alles orange, wegen Dämmerung oder morgen. Und das finde ich immer schrecklich. Warum können nicht einfach alle Schlachten entweder abends sein oder nur mittags? Ne? Warum immer dieses Wischi-Waschi-Gedöns? Das ist fürchterlich. Kannst du es auch nicht irgendwie... Aber die Optik. Ja. Weil bei Total War Shogun fand ich das ziemlich cool. Wenn ja, da so siehst du immer alles. Also, ja. Aber bei irgendwie Warhammer Total War ist das fürchterlich. Stimmt, in Shogun gab es auch keinen Schnee, also nicht so richtig. Manchmal ja, aber das war nie so grell. Aber mal Kirschbäume und Sonnenaufgang oder Untergang war da so. Der Standard. So, jetzt muss ich mal kurz... Oh, okay, warte, jetzt muss ich gerade überlegen. Jetzt habe ich meine Sachen gemacht. Das war dämlich. Verteidigen wir denn? Oh ja, komm, guck mal gerade erst. C sieht eigentlich ziemlich cool aus, aber ich gehe also mal davon aus, dass... Die Straße müssen wir auf jeden Fall vermieden. Die links vom Fluss. Da kommen die bestimmt her. Sie kommen von da. Ich hätte eher gedacht, dass sie aus der Straße weiter im Osten kommen. Also von Süd nach Nord führt. Auf der Ostseite der Karte an C-Punkt vorbei. Hätte ich jetzt auch gesagt. Weil die breiter ist. Ja, ist die Frage, ob die daraus kommen, wo die Straße ist. Ja, wahrscheinlich die beiden, ja. Ich meine, bei näheren Punkten. So A finde ich nicht so cool, weil da so viel Wald drumrum ist irgendwie. Na, warte, ich fahre mal gerade meine Sachen weg. Also C ist auf jeden Fall besser. Ja, ich denke, C ist gut. Ich wurde überboten. Demokratisch abgestimmt. Ich hasse Demokratien. Oh. Ja, mein demokratischer Diktator. Kennst du dieses, dem Diktator-Film, wo er direkt den Kehlschnitt gemacht hat? Weg, weg, weg. Ja, ja, ja. Ah ja, genau. C also. Gibt's so, das jetzt ist ein schönes Meme, wie er sich quasi dahinstellt vom Kongress, vom Europakongress oder so oder NATO. Sagt, ja, also Diktatorship ist schön, ne, wenn man Leute nicht mag, direkt weg damit. Man kann seine Freunde bereichern, ohne dass sich jemand beschwert. Ja. Der Film war sehr witzig. Ich hab den nie gesehen, den muss ich mal machen. Das war der Grund, warum die Rakete von Elon Musk spitz ist und nicht rund. Tatsächlich. Ja, das hat er weil gesagt, genau, pointy. Ja, genau, im Film. Ja, wir können die doch nicht rund machen. Das sieht doch nicht bedrohlich aus. Die muss spitz. Der ist doch auch dann der. Ne, der meinte doch dann, nee, das machen wir nicht. Und dann auch so weg, weg, weg. Ja, ja, genau. Ja, ja. Oh, das ist auch cool. Ich mag das mit dem Nebel. Das sieht richtig cool aus. Ja, das wird spannend. Ja, ich habe ja dieses kleine Auto jetzt dabei.
Die Spiel ist so schön, ne? Ich will uns alle retten. 300 irgendwas. Es wird uns alle retten. Jetzt die Frage, welches MG ist dran? MG42 tatsächlich. Oh, das Gute. Ach, die Map, jetzt, ja. Ihr müsst aufpassen, das ist so eine Anhöhe hier, ne? Da kann man, glaube ich, vom Dorf nicht drüber gucken. Ja, wir sind ja noch ein Stück dahinter, im Dorf bei C quasi. Da kann man sich hier irgendwie in den Wald rein. Genau. Und schön alles wegschießen. Genau. Also, da hätte ich den T34 zumindest geparkt. Na. Sagen Sie mal genau. Genau. Das ist Alien 1. Ja. Genau. Kann ich noch vage dran erinnern. Jetzt habe ich in den falschen LKW geguckt. Also ich vermisse diese Kiste mit den ganzen Minen. Ja. Aber es hat es auch ein bisschen zu einfach gemacht. Findest du? Weil die Gegner waren ja viel, da waren ja viel mehr Gegner dann. Gut. Fand das war einfach interessanter, weil es überall immer geknallt hat dann. Man, jetzt bin ich aber ganz schön... Hinten dann. Genau. Genau. Mensch, warum sind die Pioniere denn noch nicht da? Ich weiß ja, ihr müsst laufen, aber es müsste auch schneller gehen. Gibt's doch nicht. Also manchmal ist es besser, wenn man die Soldaten einzeln Minen legen lässt. Weil der Rest nur dumm rumsteht. Wir haben wegen den Inventaren, glaube ich, ne? Weil es nicht mit Inventar haben oder so. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wo ich die Munition blockieren kann. Ich habe das schon gegoogelt, aber ich habe es noch nicht gefunden. Wenn du aufs Fadenkreuz drückst, rechts unten im Menü, Mitte links, da glaube ich. Oder? Option. Ah, Munitionswechsel freigeben. Danke, danke. Der Beste ist der Beste. Hast deinem Namen allen Ehre gemacht. Ich hatte es da schon mal gesehen. Kommt jetzt Deutsche oder Russen? Hab ich gar nicht geguckt. Russen. Ja. So, wie jetzt? So, wie jetzt? So. Oh, ist nicht gut. Das Dischka-Auto. Also wir bleiben bei der Baumreihe da oben, ne? Das ist auf jeden Fall klüger. Ja, ich gab hier schon einen Graben für den Panzer und einen oder zwei für die Soldaten. Lässt man zumindest so, dann fahre ich jetzt mal Anhöhe zurück. Dass man noch nicht zwei Pioniere zusammen eine Sache graben lassen kann, um das zu beschleunigen. Das würde ich auch gut finden. Ja, ne? Ja. Finde ich immer so ein bisschen merkwürdig, dass ein Soldat einen ganzen Panzergraben alleine ausheben darf. Der Rest zuguckt. Genau. Oh, grab schneller. Sehr gut machst du das. Einer gräbt und alle gucken zu, ne? So, so. Ja. Du hast deine Ecke übersehen. So. Hat jemand geschossen? Nein, nein, überhaupt nicht. Fällt auf. Ich wollte nur gucken, ob er es merkt. Ach, du wolltest eine Waffe klauen? Nein. Nein. Ich hab das ist klar, da kann ich mich doch nicht beherrschen, ja? Einfach auf Schießen drücken, ja? Achso. War ein Testschuss, laufwarm machen, das ist ganz wichtig. Ja, genau. Guck mal, ob mal alles funktioniert, bevor es gleich losgeht. Ach, da ist C. Ich hab die ganze Zeit gedacht, da ist C, weil das war sonst immer der Punkt. Ja, aber hier nicht. Gott sei Dank. Okay, sind durch. Noch 5. Ah, da ist der Panzergraben, sehr gut. Okay. Jetzt machen wir alle. Und dann kommen sie zurück. So, wo soll ich noch mehr Gräben machen? Weil, wo du willst. Ja, wo seid ihr denn überall? Panzergraben. Wir müssen gucken, dass die auch... wie gesagt, es kann sein, dass die über die Straße dann auch kommen.
Ich stelle auf jeden Fall eine Pack hier hin. Und wahrscheinlich eher die Flak und die Pack nach vorne. Ich weiß es nicht. So. Motor aus. Es geht los! Lauft! Direkt eine SU-76. Nein, Jonathan! Bam, ist direkt mit der Mine explodiert. Nicht Jonathan. Ein Held. T-34-85, geht ja schon gut los. Ich glaube, die kommt von überall. Ja, sieht so aus. Naja, solange wir hier den Punkt halten, gewinnen wir. Ich will nur mal so einen Ansturm wie das eine Mal, ey. Hat der Fifuro das mal gesehen? Oh, wie die Deutschen, das war so krass. Gesehen. Übel, oder? Ja. Das war ziemlich cool. Ha, da kommen sie. Hinterhalt auf die Straße. Verladen. Bam, 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 bam. Ja, der kann lange reparieren. Ne, steigen aus, Alter. Jetzt ist er ganz tot. Hast dich lange gemacht. Wow. Ja, gucken, wie die anderen sich so schlagen, aber ja, solange da kein Panzer kommt. Was kommt denn da? Das Abwehrgeschütze. Finde ich aber nicht gut. Krieg mal das schnelle Einsatzfahrzeug darüber zum Niedermähen der Fußsoldaten. Ich helf mal. Weiß nicht, wo ich hin soll. Hier? Brennt ein einzelner Panzersoldat. So. So. Sind ja bis jetzt hier alles in Grenzen. Ja. Die Gegner rennen einfach doof rein da. Fifuro, ich weiß nicht, ob du deine Gräben da so klug baust, weil es kann sein, dass du flankiert wirst aus Westen. Deswegen baue ich jetzt im Westen Gräben. Im Westen kann nichts gräben. Im Westen nichts gräben. Oh, das Tischka-Mobil. So, offiziell. Ganz genau. Der geht nicht wegen dem ganzen Nebel. Du musst doch noch einen MG42 reinbauen. Jetzt, ich hole aber nichts Neues, weil wir haben eigentlich genug von allem. Das kommt lieber einfach so hin. Was schießt denn die paar auf die Fußsoldaten? Oh je, Min. Su 122. Da kommt ein T-34 auf dich zugefahren, auf den. Oh, und Pax. Bis jetzt hält sich alles in Grenzen hier. Fifuro, ich pack da mal meine Artillerie rein, ne? Nein, da kommt noch ein Besatzcarrier. Ah, Zug. Dass ich das mal höre. Oh nein, ein Universalcarrier. Aber der hat auch sonst nirgendwo. Oh, der brennt! Ja, boah! Die ganzen Mollys. Sieht doch richtig gut aus. Ich geh vielleicht doch noch einen Zug. Schön durch die Front fahren hier. Überliegt den Patronen auch rum. Doch voll die coole Stellung, die da mit dem Maxim, die finden. Ja. Weiß ich am Schießen. Ah,
Mein Gott, die werden aber auch verheizt, die Gegner. Als wenn das jetzt schon gewesen wäre. Ah, wir sind gerade erstmal halb durch. Nicht mehr ganz. SDKFZ ist erstaunlich gut. Ach, da ist ein MG42 drin. Bin schon gewundert, warum das so schnell schießt. Kommen sie mit Maxims? Wow, oh nein, fürchtet euch. Oh nein, nicht das Maxim. Ah, den reparieren sie. Uiuiui. Bisschen Overkill. Ja. Ich würde da ja einen Bomber drauf schicken, aber ich weiß nicht, ob der dann fährt. Ich probier's aus. Der kommt doch näher. Die kommt nicht, glaube ich, um den. Und die haben auch ein Flugzeug! Gott! Oh, scheiße. Ich komme dazu, zurückzukommen. Ich glaube, ich bin die einzige Luftabwehr. Aber... Ich brauche noch eine hinten. Nein! schade. Auf, Hermann, lauf! Oh. Das wird dauern. Die kleine Pack ist echt gemeingefährlich. Ich schaff das ja. Er fährt so, er fährt, guck mal, wo er hinfliegt. Er steht still. Nee, jetzt. In T-34-85 mit Flammenwerfer. Hä? Was war das? Wie geht das denn? Guck mal, wo die Bombe gelandet ist und guck mal, wo mein Fahrzeug gerade explodiert ist. Der hat aber mit einem MG auf dich geschossen, glaube ich, oder? Sicher. Kann auch ein Synchronproblem sein, ja. Ich geb dir, ich geb dir einen Trostpreis. Alles gut. Hier. Der gute Trostpreis. Neues MG auf. Naja, MG. Okay, Flakke schützt auf. Mein Bomber hat aber leider nicht. Ist nicht ganz kaputt gemacht. Er ist noch T-34-85. Ja, Flammenpanzer. T-34-85 Flammenpanzer? Tatsächlich? Ja, das ist ja geil. Statt Buggeschütz hat der einen Flammenwerfer. Den müssen wir haben. Oh, was denn hier passiert? Was ist nichts passiert? Oh, da gibt's nichts zu sehen. Alle in Hugo gemacht. Ja. Machen wir die Artillerie da weg. Ah, da kommt noch eine so 122 Infanterie. Die kommen ja nicht mal bis zum Punkt vor, Dani. Fußsoldaten, die schaffen es noch nicht mal, die KI kaputt zu machen. Haben wir gar nichts zu befürchten. Oh. Worums? Scheinbar Flieger haben sie, glaube ich, auch gekriegt. Ich glaube, ich muss den Wald da mal ausdünnen. Genau. Ich weiß ja nicht, wie groß der Radius ist. Mal meinen T-34 darüber schicken, der soll da mal mithelfen. Scheint es ja nämlich schon gewesen zu sein. Ja. Aber wieder nämlich schon, wenn nicht so viel los ist. Kaum. Ich finde halt komisch, dass wenn man auf schwer spielt, man immer noch diese Sterne hat. Weißt du, eigentlich wenn man auf schwer spielt, sollten die eigentlich alle schwer sein. Ja. So, ich werde das jetzt mal ausprobieren. Schwere Artillerie angefordert. So. Gucken, wie groß der Radius ist. Oh ja, der andere kommt auch nah dran. Sehr gut. Das
braucht bestimmt, bis er da ist. Oh, guck mal, er fährt sogar noch extra nah an ihn ran. Sehr gut. Schön. Sehr gut, genau, bleib stehen. Jetzt fährt er weg. Er bleibt immer noch stehen. Oh, sehr schön am Streuen, sehr gut. Boom, boom, boom. Ist einer erwischt? Was, war's schon? Ah, ne, kommt noch mehr. Naja, getroffen, aber... Was er hier hört, genau. Gewalt. Ist die gerade geschossen? Schon wieder, aber ist nicht kaputt. Boom, boom, boom. Nochmal. Ein Panzersoldaten haben sie bekommen. Sehr gut. Boah. Jetzt brennt er aber mal. Er hat nämlich fast 4 Treffer abgekriegt oder was daneben. Ja, den Tiffin, Tiffin 85, Boah, weit der Flammenwerfer schießt! Das kann doch nicht sein. Was? Er schießt von da ins Dorf. Boom. Meinst du, den müssten wir haben. Ich garantiere für nichts. Du weißt ja, ne? Wenn man den haben will, dann plötzlich... Oh mein Gott, er hat ja Reichweite, das ist ja... Das ist ja der Wahnsinn. Warum? Der Wahnsinn. Ist halt der Wahnsinn. Kann auch so sein, dass er so schießt. Nee, Alter, das ist doch mal an. Und das ist ein Bug. Weil wegen der Anhöhe irgendwie manchmal so ein bisschen... Wow. Die Waffen haben ja immer eine Maximalreichweite. Ja, aber... Wahnsinn, ich kann echt wahnsinnig weit schießen. Er versucht die ganze Zeit den hier zu treffen, aber trifft ihn nicht. Ah, doch, jetzt hat er ihn getroffen. Der zielt aber auch schon auf dich, pass auf. Ja, ich weiß. Soll er vorkommen. Die schießen ab, wenn er rüberfährt. Er lädt die Munition. Oh, das war merkwürdig. Ja, schießt immer noch mit seinem Flammenwerfer. Ja! Wir haben ihn leer, schießt wa? Immer noch. Ja, jetzt ist er leer. Ja, ist leer. Ist leer. Er schießt immer noch mit seinem. Ihr braucht nicht mehr drauf schießen. Irgendjemand von euch hat noch geschossen. Ja, das war der Schütze selber. Da habe ich nichts mit zu tun gehabt. Ich wollte sicher gehen, dass das Ding nicht weiterfährt. Überall noch Mörser und so. Wir wechseln auf HE. Scheinbar mag mein Fahrer auch keine Brücken, weil er. Das Prinzip immer drum herum fährt. Weißt du, ich hasse es, wenn man so tolle Stellungen baut und dann ist sie halt total nutzlos. Jupp. Dann brennen wir noch alles. So. Sind die alle, ich komme mit meinem Pionier-LKW. Waren alle in dem Haus? Pass auf, in deinem der Haus. Geil, von links kommen da jetzt welche. Oh ja. Da liegen schon viel Leichen. Ich füge noch ein paar mehr hinzu. Meine Besatzung hat sich selbst gefolgt. Da ist ein Mörser auf dem See, schön. Den musst du wegmachen. Arbeite dran. Ah! Ah, Blutrausch! Oh, Flammenwerfer! Sturmpioniere. Ich heile den erstmal hier. Fallen sie alle um. Da ist offen! Gibt's ja nicht. Jetzt muss ich noch die Sunnies hier hinholen. Unfassbar. Oh oh. Wir nehmen 82mm Mörser. Oh oh. Ja, sehr gut. Halligalli.
sind sie alle tot. Um eine bessere Pose hier, am besten da rein. Kannst du nochmal hingehen? Hast du einen übersehen, Fifiro? Guck mal, den Panzertypen. Lass mich mal den reparieren, das geht schneller. Ja, die guten Pioniere. Gastünemerdü. Hört sich an, türkisch. Bisschen mir gülü gülü. Ja, die Sprache kommt ja auch. Auch aus der Welt. Okay, hat sich gerade erledigt. Das Ding ist so gut. Das ist der Wahnsinn. Durch den Wald. Was mit DFT-3485? Sollen wir den auch reparieren? Oh. Ja, einen Ersatz kann man davon nie genug haben. Also, ihr habt doch da bestimmt einen Ingenieur in der Nähe, oder? Weil meine sind jetzt da unten. Ich lass mal meinen hinlaufen. Steht da noch rum? 45 mm und ein schweres Dischke. Schalalbilu, wappipu. Also das Skandinavische kommt von da unten? Ne, Finnisch. Finnisch ist ja am ehesten mit, glaube ich, ungarisch verwandt. Und das heißt, dass ja das irgendwie aus der Völkerwanderung, ja? Ja, irgendwo aus der russischen Steppe oder so daher kommt, also. Ah. Ich bin nicht mehr so drin wie früher, aber irgendwie sowas. Deswegen hört sich das auch so anders an als die anderen skandinavischen Sprachen. Hm, das wusste ich gar nicht. Ja, was hast du gelernt? Wieder was gelernt. Aber das wussten wir natürlich alle. Wir wollten nur noch mal. Mann, das sieht so gut aus, ne? Ah, da hat er sich jetzt aber nicht mit rumbekleckert. So, dann bin ich aber jetzt gespannt, wie weit er schießen kann hier mit dem Flammenwerfer. Wannenflammenwerfer, ATO 42. So hieß der auch bei dem KV, oder? Oder nicht? Nee, das war kein Wannen. Der war in der Turm. Okay. Da hat er auch sehr kleines Magazin. Er wird auch nur 10. Aber gut, wenn er so weit schießen kann. Das halt, du kannst halt die Kanone noch benutzen, ne? Oh, ja. Bisschen sehr flach, der Winkel, glaube ich. Und er muss auf jeden Fall... Ah, ne, es geht. Boah, ist das krass. Schön. Alter. Ach, boah, da sitzt doch einer von uns drin. Von deinen. Haut. Damit kann man auf jeden Fall gut angreifen. Ich denke auch, die Kanone ist gut für Fahrzeuge und der Flammenwerfer für alles andere. Am besten wäre aber so ein Flammpanzer, der nur Flammpanzer ist, wie dieser, da gibt es doch so einen Schirm mit so einem riesen Flammenwerferrohr, oder nicht? Ah ne, der hat das neben dem Rohr, glaube ich, dran, bin mir nicht mehr sicher. Gibt doch den Churchill, das Krokodil. Aber das ist auch in der Wanne bei dem drin. Sicher? Oder? Ja, nee, sicher bin ich mir nicht. Ich meine, das Krokodil ist quasi der Churchill, aber nur mit Flammenwerfer im Turm. Oder war das Krokodil der amerikanische? Ich komme nochmal durch. Nein, der Krokodil ist der Churchill, das ist schon richtig. Ah, okay. Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das quasi, dass der kein normales Geschütz mehr hat, sondern nur noch einen Flammenwerfer. Ja, wie immer, berichtigt uns in den Kommentaren. Ja. Also genau. Okay. Ne? So, jetzt waren wir nur auf den T-35 da unten und dann geht's los. Ich kann auch hier gerade auf dem Handy gucken. Churchill Krokodile. So. Es gibt auch einen Sherman, der auch Flammenfahrzeug ist quasi. Flammenwerferfahrzeug. Churchill Crocodile. War in der Wanne. Okay. Das ist einfach anstelle des MGs. Also wie bei dem T-34 jetzt. Schon ziemlich cool. Und beim Sherman... Können ja gar nicht viel Munition haben, ne? Weil irgendwo müssen sie das Benzin oder was, das ist ja lassen. Da gibt's einen, der wurde Sippo genannt. Das ist so lustig. Aber Sippo. Das war, glaube ich, der Patton, ich bin mir nicht sicher. Ey. Ach ja, normalerweise hatten die ja noch diese Anhänger dabei. Das sind die richtig krassen Flammenwerfer. Ich glaube, der Churchill doch auch, der Krokodil. Ja, aber ich wüsste nicht, wo die sonst das ganze Benzin lassen sollen. Ja. Nee, der Sherman, der hat, das sind so zwei Rohre nebeneinander, glaube ich. Mm. Kannst du schon einsteigen in das Fahrzeug? Dann können wir hier beenden.
Schon drin. Okay, gut, dann raus hier. Ich bin mal durcheinander, was ich drücken soll. Ja, da Leute. Der KI-Verteidiger war gut aufgeräumt mit 127 Abschüssen. Ja. Meine Güte. Es ist leider wieder nicht so viel los gewesen, aber wir spielen ja schon schwer. Tut mir leid. Oh, 6,2 Forschung. Das ist ja cool. Was mitmachen? Flammen. Panzer? Mann, jetzt haben wir echt einen Panzerpark hier, ey. Meine Güte. Ich glaube, beim nächsten Mal muss ich auf Hardcore stellen oder so. Aber ich glaube, dann haben die, glaube ich, nur mehr Ressourcen. Ich weiß gar nicht, was ich eingestellt habe. Da, jetzt kann ich, ja, jetzt kann ich Panzer erforschen. Jetzt brauche ich ja eigentlich nichts anderes mehr. An? Aber dann haben wir, kommen wir auch nur maximal auf ISO 152 und Stuck. Aber der Stuck ist eigentlich ja nicht ohne. Der Stuck ist super. Ja. Machen wir mal. Ne? Ne? Nee, da brauche ich ja nicht hingehen. Oh. Mir fehlt schon wieder ein Punkt. Guck mal, weißt du, so viel Punkte ausgeben, ist man gerade mal bei dem. Ja, da muss man schon echt früh Punkte investieren anscheinend. Bevor ich jetzt halt hier nicht ausgebe. Ja, was soll ich sonst machen? Ich meine, hier ist jetzt nicht so wirklich. Ich meine, ich könnte die Infanterie noch ein bisschen pimpen. Aber selbst die geht ja nicht drauf bei uns. Wie nicht im Moment? Was gibt's denn da noch so? Liga-Gruppe. Ich glaube, das muss ich mal in Ruhe gucken. Okay, Leute, dann beenden wir hier die Folge und dann gucken wir mal in Ruhe, was wir machen. Und dann bis zum nächsten Einsatz. Ich hoffe, da wird es ein bisschen schwerer. Haut rein. Tschö. Tschö. Ja, Infanterie oder Panzer, aber dann scheiß Panzer wenden. Es ist halt so sinnlos. Hier Panzernest gibt's noch, aber. Als Panzer. Ja, welche Infanterie? So, Infanterie, genau. Am besten wir eine mit viel MPs, weil irgendwie. Ja. Ja. Die haben zwei, die haben zwei. Eins. Was haben die denn eigentlich für. Haben die viele SVTs? Boah, guck mal, die haben auch viele SVTs. Jo. Aber das sind wenig. Warte, die billigsten, es gibt diese Grenzschutztruppen und dann gibt es die Jäger-Grenzschutztruppen, aber die haben, glaube ich, auch nur zwei MPs, MG. Aber die scheinen bessere, ja, die haben viele SVTs, ja. PP, die sehen ziemlich gut aus. Oh ja. Da sind nur drei Gewehre dabei, der Rest ist automatisch, oder halbautomatisch. Die sind ziemlich cool. Das wären Grenzschutzgruppe dann Jäger, das sind quasi zwei Punkte, ja. Oder drei. Ja, da die da. Nur sechs Punkte, jo. Nimm doch die mit. Die sehen super aus. Ja, ich meine, sonst brauchen wir ja nichts. Also, Fahrzeuge sind wir durch die Russen gut abgedeckt. Ah, die kosten aber auch schon 18 Punkte, nicht schlecht. Oh ja. Wahnsinn. Aber guck mal, die nochmal. Was daneben? Was hat das? Das waren die. Das sind quasi Kommandoeinheiten. Die haben wahrscheinlich auch Sprengdinger dabei und so. Ah, okay. Was ist denn das für ein Teil? Finnisches MG oder. Ja, das ist wieder ein russisches. Also irgendwie nicht so besonders bei den Finnen. Nee, kein gutes MG. Außer vielleicht auf der russische da, aber. Klotz mit dem Rohr dran. Lati Saloranta. Das klingt irgendwie nicht finnisch, sondern italienisch. Ja, die haben ja viel, ich glaube, von den Deutschen und von den Italienern Zeug gekriegt. Zum Kampf gegen die Roten. Lati Saloranta. Ne? Wollen wir mal gucken. Deutschland hat ja kaum was geschickt wegen dem Molotow-Ribbentrop-Pakt und so. Echt? Ich dachte, die hätten was geschickt. Ich glaube, die haben was geschickt, aber die haben sich dann zurückgehalten, als das rausgekommen ist. Wenn ich mich richtig erinnere, weil die wollten ja, Hitler wollte ja unbedingt, dass der Molotow-Ribbentrop-Pakt so lange bestehen bleibt, wie er will. Und deswegen hat er sich nicht wirklich verscherzen wollen. Hast du dir mal die Audioaufnahmen angehört von dem?